Und haben natürlich auch das Konzept der Hidden Champions als ein Leitmotiv. Aber wenn wir natürlich Heribert Meffert hier haben und Hermann Simon, haben wir in Wahrheit natürlich auch Champions der Wissenschaft mit starkem Impact für die Praxis. Nur mit einem Unterschied, das sind keine Hidden Champions, sondern deren Namen sind Weltmarken geworden. Der Marketingpapst, der Hidden Champion Papst und für mich jetzt aus Sicht Nordrhein-Westfalens ganz wichtig, beide kommen aus Nordrhein-Westfalen. Besser geht es doch nicht, meine Damen und Herren, oder? Und beide haben es vermocht, ihre jeweilige Disziplin, ihren jeweiligen Bereich wirklich in einer Weise aus der Wissenschaft immer wieder neu zu befeuern, aber eben auch in die Praxis zu transportieren und damit der Wirtschaft immer wieder neue Impulse zu geben, gerade auch hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch deutschlandweit. Und wir sind jetzt in einer Zeit einer neuen, enormen Transformation der zweiten Phase der digitalen Revolution, von der wir spüren, es wird sich nicht vieles ändern, es ändert sich schlicht und ergreifend alles. In allen Lebensbereichen nimmt die Digitalisierung Einzug, angefangen von den Wissenschaften im Bildungsbereich bis hin in alle Branchen, selbst in die Freizeitindustrie, wenn wir hier im Phantasialand unterwegs sind. In allen Branchen zieht die Digitalisierung ein in unseren Alltag. Und ich denke, sie behält für uns viele, viele Chancen bereit. Und diese Chancen, die wollen wir stärker für unser Land, für Nordrhein-Westfalen nutzen. Das ist mir als Innovations- und Digitalminister für Nordrhein-Westfalen ein so besonderes Anliegen. Und ich bin stolz darauf, dass wir so viele Unternehmen und auch Forschungseinrichtungen haben, die ganz vorne dabei sind bei der Digitalisierung. Ich muss aber auch ein Stück weit noch ermuntern, dass andere Teile der Gesellschaft ein bisschen mehr Schritt halten mit diesen Schrittmachern der Digitalisierung. Denn das, was ich für mich wahrnehme, meine Damen und Herren, das müssen wir ehrlich kommunizieren, wie ich finde, ist, dass wir so ein Stück weit, gerade in Deutschland, im Moment bei der Digitalisierung mit zwei Geschwindigkeiten fahren. Die einen fahren mit unglaublicher Dynamik voran und bei den anderen und auch zum Teil bei uns selbst im Alltag hat man manchmal den Eindruck, dass wir mit erheblichen Remanenzen es zu tun haben, als sei da irgendeine Bremse eingebaut worden oder eine riesige Barriere, die wir nicht überwinden können. Ich bin gerade dabei, mich seit gut 18 Monaten Nordrhein-Westfalen damit zu beschäftigen, wie können wir die öffentliche Verwaltung digitalisieren. Und das ist manchmal dann schon überraschend. Ich will Ihnen ein empirisches Erlebnis hier berichten. Ich war ja schon mal Minister in Nordrhein-Westfalen zwischen 2005 und 2010, was ich mit großer Freude gemacht habe, Wissenschaft, Forschung, Technologie, ein großartiges Land. Und wir haben sicherlich auch manches anstoßen können. Jetzt kam ich 2017 im Sommer wieder zurück für Wirtschaft und Energie und Innovation, Digitalisierung, jetzt zuständig. Nach 2 Wochen fragt mich meine leitenden Beamten, Herr Minister, wie gefällt es Ihnen denn jetzt hier? Ach, sage ich, also tolle Themen, einige muss ich mich noch neu einarbeiten, ganz faszinierend. Aber eins ist mir schon nach 48 Stunden aufgefallen. In der Bearbeitung der Themen, der Prozesse, unterscheidet sich die Arbeit im Wirtschaftsministerium in nichts von dem, was ich im Sommer 2010 im Wissenschaftsministerium verlassen habe. Alle Prozesse sind 1:1 dieselben, sprich alle analog, meine Damen und Herren. Und da muss man natürlich sagen, da ist die Politik in Deutschland nach meinem festen Eindruck viel zu langsam in der Umsetzung dessen, was Digitalisierung ermöglicht. Das müssen wir ganz offen sagen. Und das ist jetzt kein Wegschieben an andere, sondern ich muss mich ja damit auseinandersetzen. Wir müssen uns alle auseinandersetzen und fragen, wie können wir das ändern? Wie können wir uns beschleunigen? Und dann fragt man sich auch, dann habe ich Estland nach wenigen Monaten besucht mit einer Delegation und dann sieht man auf einmal, meine Güte, 99% der Menschen sind seit 15 Jahren in der Lage, alle wichtigen Aktivitäten, die sie mit dem Staat haben, online abwickeln zu können. Und dann konnte ich mich davon überzeugen, nicht alle in Estland sind unter 20.
Ja, da muss man sich auch mal überlegen. 99% wissen, die haben eine Identnummer, die haben eine Karte, die können einsehen, welche Daten der Staat von ihnen hat. Also wissen Sie, welche Daten der Staat von ihnen hat? Also ich weiß das nicht. Ich weiß nur, dass wenn ich was vom Staat bisher wollte, er mich jedes Mal neu gefragt hat, wie ich heiße und wann ich geboren wurde. Wobei ich Ihnen versichern kann, es hat sich bei mir in den letzten 58 Jahren nicht verändert. Ja, und da müssen wir uns einmal fragen, ja, warum kann das so sein? Und nach meiner festen Überzeugung gibt es zwei Phänomene, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das eine ist, dass in Deutschland das Staatsverständnis immer noch ein sehr stark preußisch geprägtes ist, wo wir eher als Untertan, denn als gleichwertige Persönlichkeiten wahrgenommen werden, die auf Augenhöhe dem Staat begegnen. Wir brauchen endlich in Deutschland eine Digitalisierung, die uns die Datensouveränität gibt und nicht dem Staat das Recht, uns die Daten gerade in dem Umfang zuteil werden zu lassen, wie es ihm gerade recht ist, meine Damen und Herren. Das müssen wir umdrehen, das Verhältnis vom Bürger zum Staat. Dann gibt es auch wirksamen Datenschutz, denn in Estland ist es so, der Bürger weiß, welche Daten der Staat von ihm hat, aber er weiß auch, wann welche Behörde auf die Daten zugegriffen hat. Das ist wirksamer Datenschutz und wenn das unrechtmäßig erfolgt, gibt es harte Strafen. Transparenz, Wirksamkeit, Datensouveränität, das ist das eine. Das andere ist, so meine Erklärung, warum wir uns so schwer tun und jetzt so kräftig aufholen müssen, ist, die Deutschen haben die Bürokratie nicht nur erfunden, sie haben sie in der analogen Welt zur Perfektion entwickelt. Und das gilt nicht nur für den öffentlichen Dienst, das gilt auch für viele Unternehmen. Ich denke nur mal an Banken, ich darf das sagen, bin gelernter Bankkaufmann, habe, glaube ich, so ein bisschen Blick dafür, wie Banken hier in Deutschland arbeiten, Versicherungen, andere. Wir haben die analoge Welt perfektioniert und jetzt stehen wir seit 15, 20 Jahren davor, diese perfekte analoge Welt digitalisieren zu wollen. Das heißt aber, Digitalisierung nicht verstanden zu haben, meine Damen und Herren. Wir müssen nicht alle komplexen Sachverhalte der analogen Welt eins zu eins digitalisieren. Wir müssen einfach erstmal die Prozesse der analogen Welt hinterfragen und hinterfragen, was wir überhaupt in der digitalen Welt von diesen Prozessen noch brauchen. Und das Zweite ist, wir dürfen nicht idealtypisch und systemhaft alles vorwegnehmen wollen, um es dann umzusetzen, sondern wir müssen erstmal anfangen und die low-hanging fruits nutzen, auch sehen, dass es den Menschen erstmal Freude macht, dass es den Mitarbeitern und Mitarbeitern Freude macht, überhaupt digitale Instrumente einzusetzen. Und drittens, wir brauchen eine Fehlerkultur. Wir brauchen nicht nur eine Fehler- und Scheiternskultur bei Start-up-Unternehmen. Wir brauchen sie auch in großen Organisationen, meine Damen und Herren. Nur dann wird die Digitalisierung vorankommen. Wir müssen einfach mal anfangen mit der Digitalisierung. Dann werden Sie sehen, ach, es macht ja den Bürgern Spaß, es macht den Kunden Spaß, es macht den Mitarbeitern Freude. Und das erleben wir jetzt in den letzten Monaten auch in der Landesverwaltung, gerade eine Digitalstrategie fertigstellen können. Die haben wir nicht von der Unternehmensberatung schreiben lassen, die haben die Beamtinnen und Beamten, die Mitarbeiter selbst geschrieben. Wir haben sie weiterentwickelt im Diskurs mit den Bürgern. Wir bringen die ersten digitalen Produkte an den Markt. Da passieren Fehler, aber es gibt auch Selbstbewusstsein bei den Beamten, die sagen, Mensch, Kinder, das geht doch, wir können es auch, meine Damen und Herren. Das wünsche ich mir so sehr, nicht nur für Nordrhein-Westfalen, die Situation ist bundesweit ziemlich ähnlich. Denn ich möchte eins vermeiden, und das habe ich als Hochschulrektor die letzten Jahre gesehen, als wir unsere jungen Studentinnen und Studenten, insbesondere aus Asien, hier in Deutschland hatten. Ich möchte eins für unser Land vermeiden, dass die jungen Menschen hier, wie aber auch Gäste, die zu uns kommen, zunehmend den Eindruck haben, dass wir im öffentlichen Sektor, aber auch bei manchen privaten Unternehmen, noch ein bisschen einen musealen Eindruck vermitteln, meine Damen und Herren, während es andernorts auf der Welt unheimlich dynamisch mit der Digitalisierung vorangeht. Habe mich jetzt gefreut, dass wir in Monheim den ersten autonom fahrenden Bus für die Verkehrsbetriebe haben in Betrieb nehmen können. Es gibt tatsächlich Fortschritte, aber es könnte viel mehr davon geben, denn das erste autonome Fahrzeug, das fuhr nicht im Silicon Valley, das fuhr in Deutschland 1996 zwischen Nürnberg und München. Wir können das alles in Deutschland. Wir müssen es uns nur trauen, diese PS auf die Straße zu bringen. Und wenn die Großen das nicht schaffen, dann müssen wir eben die Start-ups stärker fördern, damit die vorangehen. Ich freue mich, dass wir gleich den Igo dabei haben, denn die Aachener Forscher haben es gezeigt.